In diesem Video installieren wir die Türstation Evita und zwar in der Ausführung 2 Teilnehmer. Andere Installationen wie zum Beispiel die 1, 3 oder 4 Teilnehmer Variante können aus diesem Video abgeleitet werden. Ich bin Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Als erstes beginnen wir mit dem Stromanschlussmodul. Dieses kann auf Hutschiene montiert werden und der Anschluss ist sehr simpel. Wir öffnen hier oben die Abdeckung unseres Anschlusses und verbinden unsere 230 Volt Zuleitung. Grün-Gelb wird mit dem Punkt BG verbunden. Blau steht für Neutralleiter, wird mit N verbunden. Und in meinem Fall Braun ist unser Leitender. Dieser wird mit dem Punkt L verbunden. Somit haben wir unser Stromversorgungsmodul mit der Netzspannung versorgt. Als nächstes kommen wir zur Verkabelung unserer Türstation. In unserem Fall verbauen wir eine Türstation mit 2 Teilnehmern. Die Verkabelung einer Türstation mit 1, 3 oder 4 Teilnehmer gestaltet sich ähnlich und kann aus diesem Modell abgeleitet werden. Beginnen wir mit der Grundverkabelung der Türstation. Auf der Rückseite der Türstation finden wir unsere Anschlusspunkte. Auf diese bringen wir unser Steckmodul auf und hier können wir nun auch unsere Verkabelung anbringen. Die ersten beiden Ports stehen für unsere Busverkabelung. Hier können wir nun 2 Adern einbringen und diese zu unserem Stromversorgungsmodul führen. Hier verbinden wir nun diese beiden Adern mit dem Punkt BusDS. Da es sich hier um eine Busleitung handelt, können die Adern natürlich auch vertauscht werden. Kommen wir als nächstes zum Anschluss unseres Türöffners. Unsere Anlage kann eine maximale Spannung von 12 Volt DC leisten und kann einen Türöffner mit einem maximalen Stromverbrauch von weniger als 250 mA betreiben. Verwendet man hier allerdings einen leistungsstärkeren Türöffner, so muss auf eine externe Stromquelle zurückgegriffen werden. Hier ändert sich allerdings der Schaltplan. Wir verwenden aber einen Standard-Türöffner und können ihn dementsprechend direkt an unsere Anlage anschließen. Um einen Standardtüröffner anzuschließen, verbinden wir je eine Ader mit dem Punkt S+ sowie S-. Mit diesen Adern begeben wir uns zu unserem Türöffner und verbinden diese mit unserem Türöffner. Diese Adern können natürlich untereinander vertauscht werden. Eine Vorgabe gibt es hier nicht. Sollte ein höherer Sicherheitsstandard dieser Anlage gewünscht sein, kann durch Erwerb des BusDL-Moduls unser Türöffner auch aus dem Innenraum heraus gesteuert werden. Dieses verhindert Manipulationen von außen, somit kann der Türöffner von außen nicht mehr kurzgeschlossen werden. Der Anschluss unserer Videomodule gestaltet sich auch sehr einfach. Wir haben auch hier wieder eine Busleitung, bestehend aus 2 Adern. Diese verbinden wir wieder mit unserer Stromversorgungseinheit über den Punkt BusM. Hier verbindet ihr eure beiden Adern und begebt euch mit diesen beiden Adern zu eurer ersten Videostation. Hier angekommen verbinden wir diese beiden Adern mit unserem Steckpunkt. Hier können natürlich auch wieder die Adern untereinander vertauscht werden. Werden an diesem System weitere Videostationen betrieben, werden diese hinter der ersten Station angeschlossen. Was also bedeutet, wir verbinden 2 weitere Adern mit unserem Steckpunkt. Verbindet diese Adern bitte auch unter eurem Steckmodul und begebt euch zu eurem zweiten Videomodul und schließen diese hier an. Sollten weitere Videomodule verwendet werden, gehen wir auf dieselbe Art und Weise vor, wie oben gezeigt. Das heißt, wir gehen von diesem Modul aus weiter zum nächsten Videomodul. In unserem Modell werden allerdings nur 2 Videomodule angeschlossen. Somit ist dieses das letzte Videomodul in unserer Anschlussreihe. Wichtig, bei unserem letzten Videomodul in der Reihe muss der Schalter DIP6 auf ON gestellt werden. Bei allen anderen Videomodulen vor dem letzten Videomodul bleibt der DIP-Schalter in der Position OFF. Somit haben wir nun unser System komplett verkabelt und kommen zur Einrichtung. Um unsere Türsprechanlage einrichten zu können, entfernen wir die Frontplatte der Türsprechanlage. Hierfür lösen wir die 4 Verschraubungen auf der Rückseite. Wir entnehmen nun unsere Frontplatte, geht hier bitte vorsichtig vor. Auf der Rückseite unserer Videostationen finden wir ein Schaltpanel, das DIP-Schaltpanel. Mithilfe dieses Panels können wir unsere Videostation den einzelnen Teilnehmern zuweisen. Uns steht die Auswahlfunktion 1 bis 5 zur Verfügung. Da wir allerdings eine 2-Teilnehmer-Anlage haben, können wir nur zwischen 1 und 2 auswählen.
Wollen wir zum Beispiel diesen Videomonitor der ersten Klingeltaste zuweisen, schalten wir den Punkt 1 auf On. Den zweiten angeschlossenen Videomonitor weisen wir nun unserer zweiten Klingeltaste zu, was also bedeutet, wir schalten unseren Schalter 2 auf On. Die so eingestellte Konfiguration bedeutet nun für uns, betätige ich die Ruftaste Nummer 1, so wird Monitor Nummer 1 angesprochen. Betätige ich die Ruftaste Nummer 2, so wird Monitor Nummer 2 angesprochen. Kommen wir nun noch zur Autorisierung unserer RFID-Karten. Im Lieferumfang der Anlage befinden sich zwei gekennzeichnete RFID-Karten. Eine für das Hinzufügen und eine für das Löschen anderer RFID-Karten. Diese Karten müssen nun konfiguriert werden. Hierfür trennen wir unsere Anlage von der Stromversorgung. Dieses kann am Power-Modul erfolgen, aber natürlich auch an der Rückseite der Anlage. Hierfür einfach von der Rückseite der Anlage unseren Klemmstein entfernen. Nun stecken wir unseren Klemmstein wieder an die Anlage an und betätigen den Case-Set-Taster für ca. 3 Sekunden. Nun betätigen wir Taste Nummer 2, legen als erstes unsere Masterkarte hinzufügen auf, danach die Masterkarte für das Löschen und warten 10 Sekunden. Somit haben wir unsere Masterkarten autorisiert. Um weitere RFID-Karten hinzuzufügen, gehen wir nun folgendermaßen vor. Wir legen die Karte für das Hinzufügen auf den Sensor, ziehen alle RFID-Karten über den Sensor, die wir hinzufügen wollen, und bestätigen unsere Eingabe, indem wir die Masterkarte nochmal über den Sensor halten. Somit haben wir unsere RFID-Karten hinzugefügt. Mit einer so hinzugefügten RFID-Karte kann sich nun ein Nutzer Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Wird eine nicht autorisierte RFID-Karte verwendet, ertönt ein Fehlersignal und es wird kein Zutritt gewährt. Wollen wir eine RFID-Karte wieder entfernen, nehmen wir unsere Masterkarte für das Löschen der Karten, legen diese auf, ziehen die Karten über den Sensor, die gelöscht werden sollen, und bestätigen das mit unserer Löschkarte. Somit ist nun diesen RFID-Karten der Zugang verwehrt. Andere Karten, die allerdings noch über die Autorisierung verfügen, haben weiter Zutritt. Sollte es erforderlich sein, alle RFID-Karten zu löschen, weil zum Beispiel eine Karte verloren gegangen ist, so können wir dieses auch ohne Probleme vornehmen. Wir nehmen unsere Karte für das Löschen, halten diese kurz über den Sensor, nehmen nun unsere Karte für das Hinzufügen, halten diese über den Sensor und halten diese nochmal über den Sensor. Somit wurden alle RFID-Karten gelöscht. Nun hat kein Nutzer mehr Zugang. Jetzt können wir mit einer neuen Programmierung fortfahren, indem wir unsere Masterkarte für das Hinzufügen auf den Sensor halten und alle Karten über den Sensor ziehen, die wir hinzufügen wollen. Haben wir alle Karten hinzugefügt, halten wir wieder unsere Masterkarte für das Hinzufügen über den Sensor und haben den Programmierprozess abgeschlossen. Nun haben wieder unsere Nutzer Zutritt und können den Raum betreten. Andere RFID-Karten haben keinen Zugang. Sind aus irgendeinem Grund die beiden Programmierkarten verloren gegangen, können diese natürlich auch ersetzt werden. Hierfür trennen wir die Anlage von der Stromversorgung, stecken die Stromversorgung wieder ein und betätigen die Programmiertaste für ca. 3 Sekunden. Nun betätigen wir den Taster Nummer 2 und ziehen die beiden neuen Karten über unseren Sensor. Wir beginnen mit der Programmierkarte,
Und als zweites ziehen wir unsere neue Löschkarte über das Feld. Nach ca. 10 Sekunden ist unsere Programmierung abgeschlossen. Nach erfolgreicher Programmierung der neuen Masterkarten haben die alten Masterkarten ihre Gültigkeit verloren. Die neuen Masterkarten können nun wie die alten Masterkarten verwendet werden. Um eine Karte zu löschen, einfach die Löschkarte über das Feld ziehen. Die RFID-Karte, die gelöscht werden soll, auch über das Feld halten und dieses nochmal mit der Löschkarte bestätigen. Genauso funktioniert nun auch wieder das Programmieren. Wir nehmen unsere Programmier-RFID-Karte, ziehen diese über das Feld, legen den neuen Sensor auf das Feld, bestätigen alles nochmal mit der Masterkarte für das Programmieren und haben so unsere RFID-Karte hinzugefügt. Und somit haben wir unsere Türstation fertig eingerichtet und können sie somit verwenden. Noch ein wichtiger Hinweis: Diese Türstation wurde mir netterweise vom Shop IrSchutz24 zur Verfügung gestellt, damit ich euch die Installation zeigen kann. Link zu den Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach neben dem Abo-Symbol noch auf das Glockensymbol. Somit werdet ihr über weitere meiner neuen Videos auf dem Laufenden gehalten. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.